Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie bekommen einen Anruf von einem guten Freund, Sie nehmen ab und sagen, na, was gibt's denn Neues? Und er sagt, du, guck mal bitte auf die und die Internetseite, da ist ein Foto von dir, ein Fahndungsfoto. Und da rufen die Leute dazu auf, dass man bei deinem Arbeitgeber anruft und dich denunziert. Und du wirst da als rechts beschrieben und man soll darüber abstimmen, wie rechts du bist. Und das kann doch nicht wahr sein. Ja, was sie dann denken und fühlen, kann ich mir durchaus vorstellen, was man da rechtlich gegen machen muss und was wir für einen Mandanten getan haben, der uns ausdrücklich nicht nur berechtigt hat, darüber zu berichten, sondern auch das gewünscht hat. Darüber berichte ich gleich. Ja, was war da geschehen? Im Spätsommer, Herbst 2018 war in Chemnitz ein Mensch auf offener Straße von einem Zugereisten mit einem Messer tödlich verletzt worden. Das ging auch durch die Medien und daraufhin haben sich einige Organisationen versammelt und gesagt, wir demonstrieren jetzt, so geht das nicht weiter, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit, dürfen Sie alles. Die Demonstration ist angemeldet worden und unser Mandant, der lokal bis regionalpolitisch sich engagierte, aber noch nicht besonders in Erscheinung getreten war diesbezüglich, war bei dieser einen von den mehreren Demonstrationen Ordner. Von ihm gibt es auch ein Bild von der Demonstration, als er dort steht. Und von dem Bild hat die Gruppe Zentrum für politische Schönheit um Herrn Dr. Philipp Bruch ein Foto gemacht oder sich das kopiert und einen Ausschnitt des Fotos dann auf der Internetseite soko-chemnitz.de, die sie dann selber hatten, dort implementiert, neben verschiedenen weiteren Opfern, sag ich mal, dieser Tat. Und bei unserem Mandanten war es genauso wie bei den anderen ein Fahndungsfoto abgebildet. Darunter hieß es dann, stimmt darüber ab, wie rechts Herr so und so ist. Und er ist da und da organisiert und ganz schlimm und wie auch immer. Und sei irgendwie dort auf der Demonstration bei einer rechtsextremistischen Mischszene oder was es gewesen ist. Mag ja alles sein, man weiß ja nie, wie da so alles mitläuft. Auf jeden Fall war er dort Ordner und dieses Foto konnte da eigentlich nicht ohne weiteres veröffentlicht werden. Was noch viel schlimmer war, fand ich so ganz unappetitlich und verabscheuungswürdig. Dort wurde auch auf der Seite aufgerufen, die Leute sollten mitteilen, wo derjenige, der dort abgebildet ist, wohnt und vor allen Dingen, wer sein Arbeitgeber ist. Da sollte man ihn anschwärzen, damit er seine Arbeit verliert. Das erinnert an die dunkelsten Tage unserer Geschichte. Das war so richtig 1933 bis 45, nur eben mit neuen medialen Mitteln, Verfolgung von Menschen, die irgendwie halt anders denken als die Leute, die dort sowas machen. Also was dieser Herr Dr. Ruch dort gemacht hat, war in meinen Augen Faschismus pur, grausig, widerlich. Und deshalb musste man sich auch dagegen wehren. Mandant hat sich also mit mir in Verbindung gesetzt, hatte Kenntnis über Facebook bekommen, dass ich in dem Bereich tätig bin. Und wir hatten dann sofort abgemahnt, weil die nicht innerhalb von 48 Stunden das gelöscht haben auf der Seite. Haben wir eine einstweilige Verfügung dann beantragt im Herbst oder Frühwinter 2018. Und mit der einstweiligen Verfügung wurde ihm untersagt, sowas zu machen. Danach wurde die Seite auch sozusagen vom Netz genommen. Da streiten wir uns jetzt noch weiter im Hauptverfahren, nachdem wir die einstweilige Verfügung dann auch nach einer mündlichen Verhandlung gewonnen hatten. Herr Dr. Bruch ist da wenig einsichtsfähig und verteidigt sich immer damit, dass das alles Kunst sei. Wenn das, was er so alles macht, tatsächlich Kunst ist und alles durch Kunst geschützt ist, auch Straftaten durch Kunst geschützt ist, ist der Rechtsstaat am Ende. Was anderes kann man dazu gar nicht mehr sagen. Und deshalb muss man da sicherlich sehr, sehr zum Schutz des Individuums auch abwägen. Vor allen Dingen auch, damit diese dunklen Zeiten nicht wiederkehren, egal unter welchem Vorzeichen. Nun war es so, dass ja seit Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung gilt und da ich mich in dem Bereich des Datenschutzes und der Verteidigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts besonders engagiere, hat unser Mandant dann gesagt, wie sieht das denn neben der Unterlassung eigentlich auch mit Schmerzensgeld aus? Das haben wir jetzt eingeklagt, auch vor dem Landgericht Erfurt und das Landgericht Erfurt hat jetzt gerade entschieden, am 3.8. veröffentlicht ein Urteil, wo es ganz klar sagt, der Beklagte hier, Zentrum für politische Schönheit, vertreten durch Herrn Dr. Ruch,
darf das nicht machen. Ja, das sieht er auch so, oder sieht das Landgericht genauso wie die Entscheidung einer anderen Kammer mit der Unterlassung an sich und sagt, ja, da ist Schmerzensgeld zu bezahlen, die Voraussetzungen sind gegeben, dem Grunde nach also ja. Aber, und jetzt kommen die Reihe von Fehlern des Landgerichts Erfurt, die sagen dann, ja, das ist ja vielleicht auch künstlerisch gemeint gewesen und alles gar nicht so schlimm und diese ganzen Beeinträchtigungen des Klägers, die bewerte ich nicht so groß. Ich gebe ihm nicht die geforderten 10.000, sondern ich gebe ihm 500 Euro. Das ist natürlich in der Sache völlig falsch. Wir haben auch schon den Berufungsauftrag und werden Berufung einlegen. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Europäische Gerichtshof in einem, ich sage mal natürlich nicht identischen, aber in einem vergleichbaren Fall entschieden hat, und das war schon 2008 und das bezog sich nicht auf die DSGVO, die viel strenger ist und viel mehr Schutz gebietet, sondern vorher auf eine EU-Verordnung. Da stand dann drin in dem Urteil des EuGH von 2008, dass die Leute dort 56.000 Euro an Schmerzensgeld verlangen konnten und ihnen auch zugesprochen wurde. Und deshalb haben wir jetzt auch den Auftrag erhalten, in der Berufung nicht mehr 10, sondern 56.000 Euro an Schmerzensgeld zu fordern. Die Berufung wird voraussichtlich in den nächsten Tagen rausgehen an das Thüringer Oberlandesgericht in Jena. Da sind wir sehr gespannt. Wir haben uns auch vorgenommen, weil diese Sache natürlich auch wie alle anderen Sachen in dem Bereich von Rechtsschutzversicherungen gedeckt sind, wenn man nicht nur einen Verkehrsrechtsschutz hat, dann ist der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts davon auch umfasst. Deshalb haben wir gesagt, wir ziehen es durch, wenn es sein muss, bis zum Europäischen Gerichtshof, weil Deutschland immer sehr zurückhaltend ist mit Schmerzensgeldern. Das ist auch im Verkehrsunfallsachen so in Deutschland, wenn man einen nahen Verwandten im Verkehrsunfall zum Beispiel verliert, dann kriegt man einen Schockschaden. Wenn es richtig dicke kommt, höchstens 5.000. In Italien sind es Millionenbeträge, die sie bekommen als überlebender Ehegatte, Vater, Mutter, Kind. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und da kann man aber nicht sagen, wir legen die EU-Verordnung so klein, klein, klein aus, dass sie tatsächlich gar keinen Schutz bietet, sondern jeder für alberne 500 Euro den anderen so beleidigen und herabsetzen kann in der gesamten Weltöffentlichkeit im Internet. Und deshalb müssen deutlich höhere Schmerzensgeldbeträge her, denn in den Erwägungsgründen, den Motiven des Verordnungsgebers der DSGVO steht deutlich drin, es soll eine Abschreckungsfunktion haben und 500 Euro haben keine Abschreckungsfunktion. Wir werden Sie darüber informieren, wie es weitergeht, wenn wir weitere Fakten präsentieren können. Wenn Ihnen so etwas Vergleichbares passiert, wenn über Sie oder von Ihnen ein Foto bei Instagram, Facebook, wie sie alle heißen, veröffentlicht wird, Sie wissen da nichts von und vielleicht auch irgendeine Behauptung von Ihnen dort aufgestellt wird, die womöglich auch gar nicht stimmt, aber selbst wenn sie stimmt, Sie sozusagen in ihrer Ehre herabsetzt oder über ihre Sexualität Auskunft gibt oder über ihre Weltanschauung, politische Weltanschauung oder über ihre Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft und dergleichen, dann sollten Sie Schmerzensgeld geltend machen, Unterlassung sowieso. Rufen Sie uns an 0541 40 69 40. Ansonsten finden Sie eigentlich alles, was Sie so für den täglichen Bedarf vorab benötigen, unter www.fronecke.de. Wir freuen uns, Sie auch so mal kennenzulernen. Bis dann. Tschüss.